für eine junge Dame, die Helene, möchte euch etwas sagen. Servus Lanze, schreit so mal gescheit, dass euch warm wird. Also ich habe letzte Woche zu meiner Kollegin gesagt, leck mir am Arsch, du bist voll ganz schön mutig, weil die hat ihrem Ärger in der Arbeit richtig Luft gemacht und hat eigentlich nicht mit ihrer Meinung hinterm Zaun gehalten. Und daheim, wie ich war, habe ich mir gedacht, ja Grütze, fix nochmal, warum war jetzt die mutig? Das darf doch nicht mutig sein, wenn man einfach nur seine Meinung sagt. Und witzigerweise, die Geschichte, die habe ich tatsächlich heute erst gehört zum ersten Mal. Und zwar ist es darum gegangen, dass er mal eine Schulaufgabe in der Schule gegeben hat, im Deutschunterricht, und da haben die Schüler einen Aufsatz schreiben müssen zu dem Thema, was ist Mut? Also die Schüler haben erklären sollen in einem Aufsatz, was Mut eigentlich ist. Was Mut ist. Und dann hat ein Schüler ein Blattl abgegeben, da ist nichts drauf gestanden, außer drei Worte, nämlich das ist Mut. Mehrer braucht man nicht sagen. Man muss da nicht groß um einen heißen Brei rumreden, sondern man muss eigentlich einfach nur machen. Und noch was anderes. Meine Oma, die ist Mitte 80 und wir besuchen es jede Woche mehrmals. Und wenn ich meine Oma fragen darf, was war dann lieber, wenn wir die jetzt ein Jahr lang fast gar nicht besucht hätten und du nur zwei Jahre lang leben kannst, oder wenn wir die jeden Tag besucht hätten und du vielleicht nicht mehr ganz so lang lebst. Und ich weiß ganz genau, dass sich meine Oma für uns und für den vermeintlichen Tod entschieden hätte. Und wenn wir schon bei dem Thema Tod sind, wenn ihr euch alle jetzt mal fragt, was ist denn das Gegenteil von Tod? Na, werdet ihr vielleicht sagen, ganz klar, Leben. Aber das ist falsch. Das Gegenteil von Tod ist Geburt. Und das, was zwischen Geburt und Tod ist, das ist das Leben. Und genau das haben wir in der Hand. Und Geburt und Tod gehört zum Leben dazu. Und Sterben, das müssen wir alle. Und wisst ihr, woran wir mittlerweile zu 50% sterben? An Krebs. Und wo ist es ein Hauptauslöser für Krebs? Der Zucker. Und solange die Bundesregierung nicht verbietet, dass in über 90% der Lebensmittel sauber, zu viel Klump und Dreck drin ist, solange die mir nicht verbieten, das zum Essen, brauchen sie mir nicht verbieten, dass ich frische Luft in meine Lungen pumpe. Und wir müssen auf gar keinen Fall vergessen, Wir meinen uns gut. Und die, wo eine andere Meinung haben und diese Maske gern aufsetzen, die meinen es im Grunde genommen eigentlich auch gut. Ich weiß nicht, ob ihr einen Gunnar Kaiser kennt, das ist von Kaiser TV ein sehr, sehr guter Journalist. Und der hat gesagt, wir alle haben eigentlich moralische Geschmacksnerven. Und alle, die wo halt da sind, denen eher eine moralischen Geschmacksnerven, die springen auch bei der Moralfreiheit. Und die, wo die Maske gern tragen, denen ein moralischer Geschmacksnerv springt, auch bei der Moralsolidarität. Aber im Grunde genommen wollen die auch bloß das Gute. Wir sind alle wohlwollende Menschen, wir wollen das Beste, aber aus lauter unterschiedlichen Richtungen. Und deswegen darf man einfach nicht vergessen, wenn wir mutig sind, dann werden wir einen Shitstorm ernten. Und unsere Antwort darauf darf nicht ein Shitstorm sein, sondern Love Storm. Noch eine junge Dame. Hey, du bist die? Die Jasmin. Ich wollte eigentlich gerade mit meiner Freundin auf die Bühne kommen. Dann dachte ich mir, ich habe mein eigenes Ding zu erzählen. Bei mir ist es nämlich der wirtschaftliche Teil. Ich bin seit ich 18 bin, jetzt seit 7 Jahren selbstständig. Hab nach 6 Jahren zu Hause arbeiten erfolgreich im Januar mein Geschäft gemietet und habe dann 6 Wochen später den ersten Lockdown gehabt. Der Witz an dem Ganzen ist, im ersten Lockdown hat man ja ohne Steuerberater die Förderung bekommen. Da ist bestimmt auch viel betrogen worden. Viele Leute haben eine hohe Summe angegeben und deswegen mussten wir jetzt in dem Lockdown eben das mit dem Steuerberater machen.
Verstehe ich auch, ja. Ich habe ja auch nicht die hohe Summe angegeben im ersten Lockdown, sondern schon auch das, was mir zusteht, was meine Fixkosten sind. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor 4 Tagen die Hälfte von der Dezemberförderung bekommen. Ich habe am 4. oder am 6. November eben jetzt auch geschlossen, hatte dann im Dezember die erste Hälfte von der Novemberförderung, die gerade mal 1/3 meiner geschäftlichen Kosten deckt, ganz abgesehen von den privaten Kosten. Also wie viele Geschäfte zumachen mussten, wie viele Existenzen jetzt hier kaputt gemacht werden. Ich bin 25 Jahre alt. Hätte ich meine Eltern nicht, die mich da unterstützen, wäre ich wirklich am Arsch. Also ganz ehrlich, jemand, der selbstständig ist, alleinerziehend, Hut ab. Aber ich weiß, seit diesem Jahr, seit letztem Jahr, in Deutschland ist man nur eine Nummer. Geht es darum, dass man selber etwas zahlt, wie die Steuer, ja? Ist das Finanzamt immer direkt am Telefon, ja? Dass sie pünktlich das Geld bekommen. Wie schaut es bei uns aus? Wir werden einfach im Regen stehen gelassen. Wie gesagt, die Förderung habe ich vor 4 Tagen für Dezember bekommen, die Hälfte. 1/3 meiner Fixkosten deckt es ab. Das ist wirklich lächerlich. Und in einem Land wie Deutschland, wo wir ständig denken, uns geht so gut, ja, nach außen hin immer so toll hingestellt. Ich bin ein ehrlicher Mensch, ich stehe dazu. Finanziell schaut es bei den meisten Selbstständigen jetzt einfach scheiße aus. Mit der Kurzarbeit genauso. Und wenn ich mir überlege, ich habe eine Kündigungsfrist im Laden von 6 Monaten, braucht man sich nur vor Augen halten. Jemand, der heute sein Geschäft kündigt, ist erst in 3 bis 6 Monaten aus den Geschäften. Also wie es jetzt bei uns in der Stadt dann ausschauen wird, will ich mir gar nicht ausmalen, welche Geschäfte da überhaupt noch überleben können, weil der Staat einen einfach im Regen stehen lässt. Du musst ständig nachfragen, wann das Geld kommt. Man wird ständig vertröstet. Jetzt heißt es, Ende Januar kommt die restliche Förderung. Da können wir, glaube ich, echt noch lange warten. Also ich habe schon gesagt, ich werde auf dem Dach stehen, wenn die Förderung jetzt Ende Januar nicht kommt. Weil das ist einfach nur ein Witz. Von den privaten Kosten ganz abgesehen, weil da kriegt man ja auch gar keine Hilfe. Also da braucht man echt nichts anfordern mehr vom Staat. Da wirst einfach nur alleine gelassen. Wie gesagt, seit letztem Jahr bin ich einfach von unserer Politik nur enttäuscht. Was ich noch sagen kann, ich war im März in München auf der Demo. Das war auch, also da bist du als Verschwörungstheoretiker direkt abgestempelt worden. Du bist abfällig, abwertend angeschaut worden. Du wirst immer schlecht hingestellt. Dann war ich in Berlin auf der Demo, wo ihr das vielleicht mitbekommen habt, mit den Wasserwerfern. Dazu kann ich nur eins sagen, die Demo war sowas von friedlich. Da war mehr Liebe auf den Plakaten gestanden. Keiner wollte irgendwelche Aggressionen. Was hat die Polizei gemacht? Hat die Wasserwerfer aufgefahren. Und in den Nachrichten kam dann richtig heuchlerisch, wir haben aufgepasst, wo Kinder gestanden sind. Ich sag euch eins, das war denen scheißegal. Die haben in die Menge gesprüht. Die haben den Leuten direkt ins Gesicht das Pfefferspray gesprüht. Dazu kann ich nur eins sagen, Polizeigewalt. Und Gewalt ist im Endeffekt das, was wir alle nicht wollen. Deswegen kann ich an die Polizisten auch nur eins sagen, bitte denkt an eure eigene Moral und ja, lasst euch einfach nicht manipulieren. Man sieht auch, die Medien lügen, wo es nur geht. Also das habe ich jetzt bei Berlin bei der Demo wirklich gemerkt. Schaut keine Nachrichten, die verblöden euch, nur die Zahlen stimmen sowieso nicht. Ja, danke für die Vorlobsbeeren. Ich bin der Erwin und bin Rentner. Und weil wir halt schon so oft das Thema mit der Polizei gehabt haben, möchte ich da auch ein paar Worte zur Polizei richten. Ihre Aufgaben vor Corona war, an der Seite der Bevölkerung zu agieren, uns vor Verbrechen zu schützen und uns im Leben für allerlei Dinge zur Seite zu stehen. Ohne euch wäre Chaos an der Tagesordnung. Dafür ein großes Lob. Wie fühlt es sich an? Heute ist es ganz anders. Die Polizei unterstützt fragwürdige Anordnungen unserer Politiker. Politiker kommen und gehen, die Polizei immer an ihrer Seite. Heute so, morgen so. Wie fühlt es sich an? Wie könnt ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren? Dienst tun, egal
wie unser Land zugrunde geht. Wie fühlt es sich an? Auch ihr habt Eltern und Großeltern, die dieses Deutschland aufgebaut haben. Ihnen ist es durch harte Arbeit und Entbehrungen zu verdanken, dass auch ihr heute da steht, wo ihr steht. Soll das alles umsonst gewesen sein? Wie fühlt es sich an? Ihr werdet von uns bezahlt und auch wir bis zuletzt und auch ihr bis zuletzt finanziert werden. Wir finanzieren unser eigenes Grab. Wie fühlt es sich an? Bedingungsloser Gehorsam hat auch seine Grenzen und die sind längst überschritten. Wie weit können wir noch gehen, um am eigenen Gewissen nicht zu zerbrechen? Wie fühlt es sich an? Ihr seid noch freie Bürger wie wir und könnt für euer Handeln selbst entscheiden. Ihr habt es selbst in der Hand. Wie fühlt es sich an? Dafür braucht man Mut. Mut, wie unsere Eltern und Großeltern gehabt haben. Aber dieser Mut ist anscheinend verloren gegangen. Wie fühlt es sich an? Und das macht mich traurig. So fühlt es sich an. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Erwin.